Herzliches Willkommen. Wir sind bei Dienstag, 15. Oktober 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin in der Waage, harmonisch, diplomatisch entgegenkommt, aber etwas unentschlossen. Der Mond ist noch in den Fischen und wechselt gegen 10:55 heute Abend in den Widder. Also wird das heute nicht so relevant, erst morgen. Aber wir haben auf der einen Seite natürlich die gefühlvolle, sensitive Fische-Energie und dann die Widder-Energie mit dem Kopf durch die Wand, aber dazu morgen mehr. Des Weiteren haben wir natürlich Mars im Krebs weiterhin. Man muss auf die gefühlvolle Seite achten. Man sollte jemandem nicht zu nahe treten und man sollte selbst auch schauen, wenn man gefühlvoll ist oder ein bisschen empfindlich ist, dass man sich ein klein wenig schützt. Helfen kann die intuitive Kraft der Krebsenergie, wo man eben auch auf sein Gefühl hört, auf seine innere Stimme, wo man eben auch, ja, ich sag mal, die Situationen besser abschätzen kann. Krebsenergie ist sehr gefühlvoll, ja auch sehr kollektiv familiär, also dass man miteinander gut auskommt, man möchte sich wohlfühlen und auch Vertrauen schenken. Ja, ein bisschen vorsichtiger wird man, wenn man die Merkur- und Venus-Energie sieht, denn die befindet sich im Skorpion. Auch eine Wasserenergie, auch sehr gefühlvoll, aber überaus skeptisch, vorsichtig und hinterfragend. Da sollte man natürlich auch nicht übertreiben, aber eine gewisse Vorsicht ist natürlich durch die Empfindsamkeit geboten. Der Pluto befindet sich in Steinbock und ist durch seine Vorläufigkeit sehr stark. Das heißt, da sind sehr starke Energien in Macht- und Ohnmacht-Themen vorhanden und mit Steinbock-Energie sehr gerade heraus auch auf Erfolg getrimmt, sehr ehrgeizig, sehr überzeugt von dem, was man tut. Man kann auch ein bisschen dickköpfig sein oder engstirnig, auch das ist möglich. Verlässliche Energie und fleißige Energie des Steinbocks wirkt natürlich auch befördernd, indem man eben auch Lust hat, was zu tun und fleißig an die Dinge herangeht. Aber man sollte auch da ein gesundes Maß nicht überschreiten. Wir haben ja die Energie von Jupiter in Zwillinge rückläufig. Die Kommunikation ist ein wenig mühsamer als zuvor. Man muss sehr viel mehr vorarbeiten, um überzeugen zu können, um eben auch, ich sag mal, kritischen Fragen entgegentreten zu können. Der Charme der Waage reicht da leider nicht aus. Und die Dinge, die wir eben mit Jupiter vorläufig uns angedient haben, die müssen wir auch erledigen. Der rückläufige Uranus im Stier hilft uns ein Stück weit dabei, weiterhin. Am heutigen Dienstag haben wir eine Konjunktion zwischen Mars in Krebs und Uranus im Stier rückläufig. Das kann dazu führen, dass man eben vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf Veränderung schaut und möglicherweise auch ein bisschen zu nett zu anderen ist und das könnte zu Verwirrung führen oder zu Eifersucht. Seid da zumindest ja achtsam, vorsichtig, nutzt eure Intuition, da nicht zu übertreiben. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und wir schauen uns das für die einzelnen Sternzeichen in den Karten an. Herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Dienstag, 15. Oktober 2024. Wir haben die Sonne weiterhin in der Waage. Kennst du schon, ist charmant entgegenkommend, sehr freundlich, auch darauf bedacht, dass keiner unzufrieden ist, ist ein bisschen unentschlossen, weil vielleicht auch hin und her gerissen. Der Mond ist dabei in den Fischen, sehr gefühlvoll, sensitiv, auch ein bisschen fantasievoll, kreativ möglicherweise, aber auch manchmal ein bisschen abgelenkt und neben der Spur. Dieser Mond wechselt gegen 10:50 heute Abend in dein Zeichen, also in den Widder. Ja, also da haben wir dann den Wechsel des Mondes. Wir haben ja Fische-Energie, gefühlvoll, habe ich schon gesagt. Widder-Energie ist natürlich feurig, temperamentvoll, gerne mit dem Kopf durch die Wand. Da ist viel Dampf unterm Kessel, aber man muss das eben in die richtigen Bahnen lenken. Ich denke, dann funktioniert das auch ganz gut.
So, dann haben wir natürlich den Mars in Krebs weiterhin, der super empfindlich ist, aber auch natürlich eine tolle Intuition mitbringt, wo wir eben auch erkennen, wo es hingehen sollte und wie wir das bewerkstelligen können. Wir müssen uns nur auch dann dazu entscheiden, wenn wir das wollen. Wir haben den Merkur und die Venus in Skorpion. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen, ja, Zögerlichkeit im Sinne von, ich will erst alles genau wissen, ich möchte mich absichern. Das kann ganz schön die Dinge verzögern. Ne? Aber es ist auch wichtig, natürlich vorsichtig zu sein, einfach mal mit dem Mars in Krebs, wo dann eben auch sehr liebevolle, fürsorgliche Energie ist, aber auch eben die Hyperempfindsamkeit, dass man da keinem zu nahe tritt. Und ansonsten kann die Skorpionenergie natürlich auch zu Misstrauen und Neid und vielleicht auch ein bisschen Zorn führen. Man sollte da bedacht vorgehen. Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, weiterhin natürlich dafür da, sich selbst ein bisschen zu beobachten und zu schauen, wie man die Dinge managt und ob das so gut ist und ob man sich dabei auch gut fühlt. Ja, und ansonsten vielleicht auch mal ein bisschen was zu verändern. Vielleicht auch die Einstellung zu den Dingen. Das kommt immer auf die Situation drauf an. Ja, Pluto ist im Steinbock. Autoritäre, strenge Energie verlangt auch Verlässlichkeit, akkurates Arbeiten. Da kann schon eine Menge Druck aufkommen. Natürlich sorgt das auch dafür, dass wir selber Lust haben, auch akribisch an Dingen zu arbeiten. Das ist auch wieder gut. Es kann natürlich mit Pluto, der Macht- und Ohnmacht-Themen beinhaltet, dazu kommen, dass man sich auch, naja, ich sag mal, profilieren möchte oder dass man sich gegebenenfalls auch mit einer Autorität anlegen könnte. Das sollte man aber gut überlegen, denn wir haben mit dem rückläufigen Jupiter in Zwillinge eine nicht so starke Kommunikation, die kann auch, ich sag mal, ja, sagen wir mal, man muss gut vorbereitet sein. Man muss wirklich also auch schauen, was man erreichen will und wie man auch auf mögliche Kritik oder so reagiert. Sich nicht aufs Glatteis führen lassen. Das ist, glaube ich, wichtig dabei. Der Charme der Waage kann dabei leider nicht so viel ausrichten. Und ich denke auch, dass die ganzen Sachen, mit denen man sich vorher verzettelt hat, auch geklärt sind. Uranus im Stier hilft aber auch weiterhin, natürlich die Dinge in Ordnung zu bringen. Der steht auch heute in Konjunktion mit Venus im Krebs. Und da kann es schon mal dazu kommen, dass man einen Blick riskiert, ja, oder irgendwelche Dinge so ein bisschen nach vorne bringen möchte. Man sollte nicht übermütig werden mit der Uranus-Energie und der Konjunktion zu ja, der Venus. Ne? Wir haben ja auch, naja, wir haben ja auch die Venus in Skorpion und wie gesagt, Krebsenergie, Mars ist empfindlich und die skorpionische Energie ist misstrauisch, also Vorsicht. Wir haben die Herrscherin. Du kommst gut voran. Die Dinge laufen ganz gut. Ja, weiter so. Wir haben die Kommunikation, der Austausch miteinander, natürlich auch vorangehen. Offenheit, Authentizität, also erstmal zu sich selbst, ja, dass man sich selber über ein paar Dinge klar wird, das ist wichtig, ja, dass man möglicherweise auch darüber redet, aber erstmal ist immer wichtig, dass man selber auch weiß, wo man steht. Und dann haben wir die Unzufriedenheit. Natürlich gibt es Sachen, die man nicht mag und die man nicht gut findet, aber vielleicht sollte man auch mal schauen, inwieweit, ja, erstmal man sich arrangieren kann und inwieweit man auch selber manchmal dazu beiträgt, dass die Dinge eben auch unzufrieden verlaufen. Ja, man fängt immer bei sich selber an. Ja, das heißt nicht, dass man immer selber schuld ist, aber man sollte immer bei sich gucken, was habe ich dazu beigetragen. Ja, Unzufriedenheit führt aber auch dazu, dass man endlich was verändert. Also es kann sowohl im Positiven wie auch im Unangenehmen natürlich vorkommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Dienstag und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Dienstag, 15. Oktober 2024. Mit Sonne in Waage. Kennen wir schon. Nett, freundlich entgegenkommend, harmonisierend, diplomatisch, aber
hin und her gerissen vielleicht auch und deshalb halt unentschlossen. Der Mond befindet sich in den Fischen, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, manchmal auch ein wenig verträumt, aber auch kreativ natürlich. Aber man kann auch mal ein bisschen unaufmerksam sein. Vorsichtig damit. Gegen 10:55 heute Abend wechselt der Mond dann in den Widder. Widderenergie ist feurig, temperamentvoll, leidenschaftlich, auch sehr durchsetzungsstark, wenn man etwas will. Ja. Aber man soll eben die Energien miteinander verknüpfen und versuchen, das Bestmögliche für sich und natürlich seine Mitmenschen herauszuholen. Das ist aber erst ab 10:30 oder kurz nach 10:30 der Fall. So, dann haben wir Mars den Krebs. Äußerst gefühlvoll, kennst du auch schon, ist auch schon eine ganze Weile so. Man muss eben ein bisschen aufpassen, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht und dass man da keinem zu nahe tritt und selber natürlich auch nicht zu empfindsam ist, sonst muss man sich ein Stück weit schützen. Trotzdem bringt natürlich die Energie auch eine starke Intuition mit, die den richtigen Riecher, das richtige Feeling bringt oder eben auch zwischen den Zeilen zu lesen. Also das, was nicht so offensichtlich ist, zu erkennen. Und das kann mehr als nützlich sein. Dazu kommen dann Merkur und Venus in Skorpion. Skorpionische Energie ist eher so ein bisschen super vorsichtig, sehr darauf bedacht, sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Auf der anderen Seite natürlich möglichst alles zu wissen und hinter die Kulissen zu blicken. Das kann, ja, ich sag mal, so ein bisschen übertrieben werden. Das sollte man natürlich nicht tun. Vorsichtig sein, um keinen zu verletzen und auf sich selbst Acht zu geben, klar. Aber bitte nicht jetzt wirklich hinter allem irgendwas Schlimmes vermuten und dann jemanden ausspionieren oder so. Das wäre jetzt übertrieben. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Da geht es um uns selbst. Wir sollen uns betrachten, wie wir nun mal sind. Und nichts beschönigen, nichts hinzufügen, nichts weglassen. Wir sollen überlegen, wie wir unsere eigene Situation verbessern können und dadurch letztendlich natürlich auch die Situation anderer mit beeinflussen, möglichst positiv. Aber es gilt auch zu erkennen, welchen Einfluss andere auf uns haben. Auch das ist wichtig und wie viel wir vielleicht manchmal auch selber zulassen davon. Ja, das gilt es dann auch im Zwischenmenschlichen auszutesten, zu probieren, ganz vorsichtig natürlich, sachte. Denn wir haben Mars in Krebs, wir haben Pluto in Steinbock. Ja, Steinbock-Energie ist eigentlich wunderbar für dich als Stier, aber Steinbock-Energie ist sehr ehrgeizig, sehr erfolgsorientiert. Und mit Pluto, dem auch, ich sag mal, jedes Mittel recht ist, um sich durchzusetzen, kann es manchmal auch unangenehm werden. Ja, starke autoritäre Energie von Steinbock, Verlässlichkeit, Genauigkeit, ja. Und da möchte man sich, glaube ich, nicht so gerne mit so einer Autorität anlegen. Ja, du bist auch Erdenergie, kommst damit ganz gut zurecht, kannst dich gut anpassen und denkst dir vielleicht das eine oder andere Mal auch deinen Teil. Die Kommunikation ist etwas erschwert, weil der Jupiter in Zwillingen ja rückläufig ist. Und da haben wir eben auch mit dem Charme der Waage nicht viel zu melden. Wir müssen gut vorbereitet sein. Wir müssen eben auch, ich sag mal, Kritik aushalten oder eben auch Rückfragen oder irgendwas, ja. Die Sachen, die man vorher vielleicht auch sich zu viel aufgehalst hat, sollten inzwischen erledigt sein. Der rückläufige Uranus in deinem Zeichen kann aber auch weiterhin natürlich unterstützen. Der steht heute auch im Trigon zur Venus, ja, Venus im Skorpion. Und da haben wir natürlich, ja, die Gefahr von Eifersucht, wenn man fremd flirtet, vielleicht auch, ja, Eifersucht im Sinne von anderen Dingen, ja, dass jemand bevorzugt wird oder so und man dann denkt, so, das ärgert mich aber jetzt oder so, ne? Also man sollte das mit Vorsicht genießen, nicht übertreiben, ja, und einfach mal schauen, was so herauskommt. Wir haben die liebevolle Fürsorge der Königin der Kelche. Das könnte unter anderem Mars in Krebs sein. Dann haben wir die Sonne, positive Energien. Das bedeutet, du fühlst dich sehr wohl, auch im Kreise deiner Mitmenschen. Du fühlst dich angekommen, warm, also ich sag mal sehr liebevoll miteinander umzugehen. Da ist die Strategie, ja, man überlegt sich vorher, was man tut, weil man natürlich sich der Konsequenzen, die daraus entstehen können, bewusst ist. Mit dem König der Schwerter haben wir natürlich jemanden, der sehr direkt ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt, aber auch jemanden, der weiß, wovon er spricht, ja.
Und das kann durchaus jemand sein, auf den man zugeht, um etwas zu erfahren im Job oder auch privat, wo man einen Rat braucht oder wo man vielleicht auch, ich sage jetzt mal, von einem Rechtsanwalt eine Hilfe braucht. Man möchte eben keine unvorhersehbaren Überraschungen erleben, ja. Also man kümmert sich sehr liebevoll darum, man bemüht sich auch darum, die Dinge in Ruhe, freundlich und harmonisch zu regeln und miteinander gut umzugehen. Es kann durchaus auch sein, dass man jemandem etwas entlocken kann, nur dadurch, dass man eben strategisch vorgeht. Auch das wäre möglich. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Dienstag, 15. Oktober 2024 und die Sonne scheint weiterhin aus der Waage. Waage-Energie ist auch eine Luftenergie, unterstützt dich nach Gutdünken. Sie ist harmonisierend, diplomatisch, charmant, entgegenkommt, aber etwas unentschlossen. Das macht dich vielleicht als Zwilling auch ein bisschen vorsichtiger. Das muss nichts Schlechtes bedeuten. Der Mond in den Fischen macht gefühlvoll, sensitiv, kreativ natürlich auch, aber auch manchmal ein bisschen abgelenkt. Man träumt so vor sich hin. Man ist nicht so aufmerksam wie sonst. Man muss nur aufpassen, dass da nicht gerade irgendwas schief geht. Also man sollte diese, ich träume ja einen weg, vielleicht Momente, so auf die Momente legen, wo man auch Zeit dazu hat. Also wenn man auf jemanden wartet oder so, nicht während man Auto fährt. Wir haben Mars in Krebs, weiterhin mega gefühlvoll und verletzbar. Dabei auch mega intuitiv und unterstützend bei dem, was nicht ausgesprochen wird, ja, wo man den rosa Elefanten im Raum spürt und man hat eine gute Antenne dafür, dass da was im Busch ist zum Beispiel. Oder aber auch einen guten Riecher hat, was jetzt zu tun ist und was nicht, auch zwischenmenschlich natürlich. Wir haben Venus und Merkur im Skorpion, da ist man ein bisschen vorsichtig, hinterfragt alles, will sich absichern, das geht natürlich im Gefühlsbereich gar nicht. Und die Vorsicht ist natürlich da gut, wo man jemand anderen nicht verletzen will, da ist es wieder angebracht, ja, und dass man nicht zu vorlaut vielleicht irgendwie ist oder so. Neptun und Saturn in den Fischen, da beziehen wir uns auf uns selbst, das heißt, wir schauen uns selber an und überlegen, was wir in unserer Situation und mit unseren Mitteln machen können, um die Situation und auch unser Vorankommen vielleicht ein bisschen zu unterstützen, zu verbessern. Auch im zwischenmenschlichen Bereich kann man das natürlich auch mal antesten. Das sollte man ruhig auch mal probieren. Wir haben Pluto im Steinbock. Macht- und Unnacht-Themen und sehr autoritäre Steinbock-Energie, die natürlich auch erwartet, dass man verlässlich ist, genau ist, akribisch arbeitet, fleißig ist und auch zur Verfügung steht. Steinbock-Energie ist auch natürlich, man hat auch Spaß am Arbeiten. Pluto-Energie ist eher so das, was die ganze Sache vielleicht ein bisschen kritisch machen könnte, weil man eben vielleicht auch mit unlauteren Mitteln irgendwie arbeitet, der eine oder andere. So, dann haben wir den rückläufigen Jupiter in deinem Zeichen. Die Kommunikation alleine genügt nicht mehr, um zu überzeugen. Man muss schon ein bisschen mehr auf der Pfanne haben. Man muss gut vorbereitet sein und mögliche Fragen oder Kritik eben auch beantworten können. Der Charme der Waage reicht da leider nicht mehr aus. Ich hoffe, auch du hast natürlich bisweilen schon alles erledigt, was du dir vor in der Vorläufigkeit so hast aufhalsen lassen. Ansonsten Uranus im Stier ist weiterhin da und hilft bei Veränderungen. Der steht auch heute in Konjunktion zur Venus. Das kann natürlich Leidenschaften wecken und man kann auch fremdflirten zum Beispiel und das kann, sagen wir mal, zu Eifersucht führen oder dass jemand sich beleidigt fühlt in irgendeiner Form. Da sollte man vorsichtig sein. Das kann natürlich auch in anderen Situationen stattfinden, finanziell oder auch im Kollegenkreis, wenn jemand bevorzugt wird oder so. Solche Sachen können auch zu Eifersucht auf eine andere Art führen. Ja, bitte beachten. Ja, wir schauen uns an. Wir haben ab heute Abend dann ab 10:30 auch noch den Mond in Widder, aber da sprechen wir dann morgen drüber. In der Ruhe liegt die Kraft. 4 der Schwerter. Alles in Ruhe angehen, nichts überstürzen, sich Zeit lassen. Wir haben den Magier, Manifestation. Da ist vielleicht auch, ich sag mal so, die kreative Seite von Mond in Fische drin.
die Dinge in die Realität holt, aber es muss wirklich gut überlegt sein. Natürlich kann der Magier auch für Manipulation stehen, Einflussnahme, ja. Vielleicht versucht auch jemand auf dich Einfluss zu nehmen. 7 der Stäbe, im Zweifelsfall bist du sehr wehrhaft. Du stehst zu deinen Belangen, deinen Ideen und den Dingen, die du voranbringen willst. Aber du bist ein bisschen, sagen wir mal, angesäuert, ja. Die Dinge laufen vielleicht nicht ganz so wie geplant. Das heißt aber nicht, dass das alles nicht geht oder schlecht ist oder so. Du hast nur vielleicht auch, naja, ich sag mal, gerade den falschen Gesprächspartner oder die falsche Situation erwischt. Schau dir einfach an, wie du das mit zum Beispiel der Intuition von Mars in Krebs umswitchen kannst, ja, und auch mit Charme in der Waage. Überleg dir das gut, ja, und vielleicht überlegst du dir auch, wer tatsächlich Einfluss haben sollte und Einfluss nimmt, ja, und wie wehrhaft du da bist. Vielleicht ärgerst du dich auch, dass jemand hier sich ein bisschen zu viel rausnimmt, ja. Da musst du gesunde Grenzen setzen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Dienstag, 15. Oktober 2024, weiterhin mit der Sonne in der Waage. Charmant, entgegenkommt, freundlich, harmonisierend, diplomatisch, aber auch ein bisschen hin und her gerissen und nicht so schnell im Entscheiden. Der Mond in den Fischen beflügelt dich auch, macht dich kreativ, feinfühlig natürlich noch mehr und auch ein bisschen verträumt. Man sollte nur aufpassen, dass man beim Verträumtsein nicht über die eigenen Füße stolpert. Dieser Mond wechselt heute Abend, 22:55, aber ganz spät abends dann in den Widder. Temperamentvoll, leidenschaftlich, mit dem Kopf durch die Wand. Mehr dazu morgen. Wir haben den Mars in deinem Zeichen. Du weißt, dass du als Krebs schon grundsätzlich auch sehr leicht verletzbar bist. Und mit Mars im Krebs geht es da um die Durchsetzungskraft. Ja, also da ist schon auch sehr viel Feingefühl drin, Intuition von deiner Seite, liebevolle Fürsorge für die Projekte, für die Mitmenschen und so weiter. Und du musst dich vielleicht selber schützen. Es kann aber durchaus auch sein, dass es anderen ähnlich geht, weil dieser Mars im Krebs ja für alle zur Verfügung steht. Also man sollte natürlich da auch ein bisschen, ja, ich sag mal, achtsam vorgehen. Wir haben Merkur und Venus in Skorpion. Skorpionische Energie ist, wie du weißt, auch sehr gefühlvoll, aber sehr zugeknöpft, zurückhaltend, misstrauisch, skeptisch, ja. Hier sieht auch hinter allem eher so das Negative. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Dinge nicht zu negativ sieht. Vorsichtig sein im Umgang mit anderen, dass man keinem zu nahe tritt, wäre gut. Aber alles andere, glaube ich, da sollte man den Ball flach halten. Dann haben wir Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Da geht's um dich selber. Wie du dich jetzt auch voranbringen kannst mit Kleinigkeiten. Es sind manchmal die kleinen Schritte, die große vorbereiten. Und deswegen kann man ruhig auch im Kleinen mal so ein bisschen, ja, Veränderungen vornehmen oder sich auch anpassen, je nachdem, wie deine Intuition dich auch leitet natürlich und wie du dich fühlst, ja. Und wenn du selber sehr empfindsam bist, dann solltest du da natürlich auch so ein bisschen einen Schutzwall um dich bauen. Wir haben nämlich Pluto im Steinbock, ja. Steinbock-Energie ist grundsätzlich großartig, weil sehr kämpferisch, auch in Bezug auf langen Atem, Durchhaltevermögen, langfristig planen und auch Verlässlichkeit. Aber im Zusammenspiel mit Pluto kann das auch mal unlautere Dinge beinhalten, dass man also ziemlich alles in die Waagschale wirft, um sich durchzusetzen. Das ist jetzt nicht unbedingt auf dich gemünzt. Ich spreche hier allgemein, aber man muss damit rechnen. Der rückläufige Jupiter in Zwillinge bringt uns nicht so nach vorn, wie das mal so der Fall war. Man muss schon ein bisschen Vorarbeit leisten, damit man auch Kritik oder Anregungen vielleicht auch was entgegenzusetzen hat. Der Charme der Waage kann da nicht viel ausrichten. Und ich hoffe, auch du hast die Dinge, die du dir hast vorher aufhalsen lassen oder selber aufgehalst hast, abgearbeitet. Ja, ansonsten, der Uranus im Stier ist weiterhin noch da. Der ist heute übrigens auch in Konjunktion mit der Venus. Und das kann dazu führen, dass man ein bisschen zu flott daherkommt, flirtet oder vielleicht auch, naja, ein bisschen leichtsinnig oder sehr leidenschaftlich daherkommt. Also
Es ist auf jeden Fall wichtig, nicht zu übertreiben. Man kann auf die eine oder andere Art Eifersucht generieren. Das muss jetzt nicht unbedingt in Liebesbeziehungen sein. Es kann auch das Gefühl sein, dass man ungerecht behandelt wird oder jemand anderer bevorzugt wird oder so. Ja, also solche Sachen können heute aufkommen. Was haben wir für den Krebs? Wir haben den Erfolg. Wunderbar. Also du bist erfolgreich, ne? Schön. Das ruft ja auch manchmal Neider auf den Plan. Dann haben wir die Entscheidung, wie soll es weitergehen, denke ich mal. Und der Turm. Ich denke, dass du in allererster Linie natürlich die negativen Aspekte beiseite räumen möchtest, Platz schaffen möchtest für Neues oder beziehungsweise auch alte, ja, ich sag mal, Dinge, die du nicht mehr brauchst oder so ausmistest. Das wäre gut, ja, wenn du dich dafür entscheidest, Platz zu schaffen und eben auch ein paar Dinge wegräumst oder dich davon verabschiedest. Das Ass der Kelche ist die Eigenliebe. Du bist natürlich froh, wenn du Erfolge hast. Du fühlst dich gut. Du möchtest auch, dass man dir entsprechend liebevoll und herzlich entgegenkommt. Ja, wichtig ist auch, dass du mit dem Turm natürlich auch siehst, dass das nicht jeder so kann, wie zum Beispiel der Krebs. Ja, dass du da eben auch ein bisschen nachsichtig bist und da vielleicht auch nicht zu voreingenommen dran gehen solltest. Die Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Man hat halt hier vielleicht noch ein bisschen zu überlegen, wo möchte ich denn hin? Lass dir ruhig Zeit damit, du musst nichts überstürzen, du hast deinen Erfolg für heute ja schon gehabt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Dienstag, 15. Oktober 2024, weiterhin mit Sonne in Waage und weiterhin natürlich hohe Ansprüche. Man will viel, man will Luxus, man will alles am besten sofort. Vorsichtig damit, ja. Waage-Energie ist harmonisierend, charmant, entgegenkommt, diplomatisch, vermittelnd. Ja, aber auch, naja, sie trägt dich nicht auf eine Seite, ja, und damit auch, man ist nicht so schnell auf einer Seite oder ist so schnell entschlossen. Ich glaube, das ist schwieriger. Der Mond in den Fischen macht gefühlvoll, sensibel, einfühlsam, aber auch kreativ natürlich, aber auch ein bisschen, ja, verträumt, ne? Man nimmt sich Zeit zum Träumen oder man träumt manchmal so vor sich hin. Das sollte man natürlich in den richtigen Momenten tun, ja, nicht beim Autofahren oder so. Wichtig. Und dann kurz nach 10:30, heute Abend, also spät, wechselt der Mond in den Widder. Auch eine Feuerenergie wie deine, da ist richtig Dampf unterm Kessel, aber man sollte bitte nicht übertreiben, auch morgen nicht, wenn das so ist, ja. Schön immer auch die Verbindungen suchen zwischen den einzelnen Energien und sich auch fragen, ob man das eine oder andere erstmal überlegen sollte. Denn wir haben ja Mars in Krebs, kennst du auch schon ein bisschen, da ist die Empfindsamkeit, ja, die kann sowohl bei dir liegen als auch bei jemand anderem. Da geht es darum, dass man sehr leicht jemanden zu nahe treten kann. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich ist die Krebsenergie natürlich sehr liebevoll, fürsorglich und möchte auch eine sehr liebevolle Umgebung schaffen. Ja, ist dabei höchst intuitiv und lässt sich auch so leicht nichts vormachen. Also das sollte man dann auch vielleicht nicht probieren. Man kann aber die Intuition nutzen, damit andere einem selber auch nichts vormachen können. Also das ist ein Geben und Nehmen natürlich. Und dann haben wir die Venus und den Merkur in Skorpion. Skorpionische Energie ist, naja, sehr, ja, ich sag mal, zurückhaltend, zugeknöpft, ein bisschen geheimnisvoll vielleicht auch, aber auch, ja, sehr scharf beobachtend und will alles am liebsten unter Kontrolle haben. Ist natürlich auch ein sehr ehrgeiziges Sternzeichen, ja, und ja, ich sag mal, die Vorsicht, andere nicht zu nahe zu treten, ist wichtig, aber man sollte natürlich auch sich selber nicht zu nahe treten lassen. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig, da geht's um dich selbst, wie du dich selber siehst, wie du das umsetzt, was du verbessern kannst und natürlich auch, wie du besser mit anderen Leuten auskommen kannst, ja, oder wie du auch Leute überzeugen kannst. Auf der Gefühlsebene, nicht unbedingt auf der Kommunikationsebene, sondern eher so zwischenmenschlich. Und da kann man viel auch durch Beobachtung lernen.
Und dann haben wir natürlich den Pluto im Steinbock. Da sind die Macht- und Ohnmacht-Themen. Und wir haben ja den Steinbock als autoritäre Energie, die sehr, ja, sachlich kompetent rüberkommt, erfolgsorientiert arbeitet, auch mega ehrgeizig ist, genauso eben wie die skorpionische Energie. Ja, das wirkt dann ineinander. Und bei Pluto muss man halt damit rechnen, dass die Mittel, die da angewandt werden, nicht immer die lautesten sind. Also das kann auch schon mal, ja, Nickeligkeiten bedeuten, ja. Also man sollte das zumindest mit einplanen oder einkalkulieren. Dann haben wir den rückläufigen Jupiter in Zwillinge, der natürlich die Kommunikation betrifft, aber man kann jetzt nicht nur mit Charme punkten, man muss auch Know-how haben, man muss auch wissen, was man erzählt und wenn Gegenfragen kommen, dass man die beantworten kann zum Beispiel. Das sind so Dinge, die sind sehr wichtig. Was du dir vorher aufgeheizt hast, hast du hoffentlich bisweilen dann schon erledigt. Ansonsten Jupiter, nicht Jupiter, Quatsch, Uranus im Stier rückläufig, ist auf der Spur und hilft dir auch, das zu bewerkstelligen. Der ist aber heute auch in Konjunktion mit der Venus in Skorpion. Und da kann man, ja, ich sag mal, zum Beispiel fremdflirten oder sich vielleicht auch für irgendwas interessieren oder begeistern. Es kann aber durchaus auch sein, dass man das Gefühl hat, man wird nicht genug beachtet oder man hat Misstrauen in Bezug auf Veränderungen. Auch das wäre möglich. Also überlege dir, dass du da nicht unbedingt direkt dann reagieren musst. Wir haben auch bei dir den Erfolg, ja, als Löwe. Das läuft ja richtig gut, super. Wir haben die Information, den Austausch mit dem Page der Schwerter und wir haben die Geduld. Das heißt, dass nicht immer alles sofort so akkurat und schnell passieren muss und vielleicht auch manchmal nicht passieren kann. Der Ritter der Münzen ist auch ein weiterer Erfolgsgarant, wenn man einen langen Atem hat, ja. Vielleicht geht es hier einfach darum, die Ruhe zu bewahren, sich eben zu gedulden, bis man die nötigen Informationen hat. Wir haben das Gericht, das bedeutet Neutralität bewahren. Also nicht zu voreilig jemanden oder etwas verurteilen, sondern ein bisschen zurückhaltender zu sein, bis man vielleicht alle Fakten kennt. Das kann dieser Ritter der Münzen eben auch bedeuten, dass man erst alle Fakten kennen sollte, bevor man sich ein Urteil bildet. Also lass dir Zeit. Wichtig ist ein Erfolg. Es ist die Kommunikation da, der Austausch. Aber du brauchst eben auch Geduld. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Dienstag, 15. Oktober 2024. Wir haben weiterhin die Sonne in der Waage, ist ja auch nicht mehr neu. Da ist eben sehr viel Freundlichkeit entgegenkommen, Vermittlung, Harmonie, Diplomatie drin. Aber auch die Waage-Energie ist immer so ein bisschen hin und her gerissen und kann sich wahrscheinlich auch nicht direkt entscheiden. Das bedeutet, das kann auch für dich gelten. Ja, also du kannst da auch ein bisschen unentschlossen sein. Der Mond in den Fischen macht sehr sensitiv, gefühlvoll, kreativ auch, aber auch vielleicht ein bisschen verträumt. Man sieht nicht alles oder man passt nicht so gut auf. Man kann über die eigenen Füße stolpern. Deswegen sollte man sich Momente aussuchen, in denen man wirklich Ruhe hat, wo man so vor sich hin träumen kann. Das wäre ganz schön. Der Mond wechselt dann heute Abend kurz nach 22:30, also spätabends, in den Widder. Da ist richtig Temperament drin, da ist Feuer drin, Durchsetzungspower und auch natürlich ja, Führungsqualitäten. Aber das ist erst heute Abend und dann erst morgen relevant. Wir haben Mars in Krebs, mega gefühlvoll, aber auch mega intuitiv, dabei sehr warmherzig, familiär, fürsorglich entgegenkommt, aber eben auch ja verletzbar. Man sollte da die... ja, den Einsatz der Fürsorge natürlich irgendwo zu schätzen wissen. Wir haben Venus und den Merkur in Skorpion. Ist dir, wie ich schon mal sagte, auch sehr ähnlich als Jungfrau. Bei dir ist es der sachliche Bereich. Bei Skorpion ist es eher der Gefühlsbereich, wo eben der Wunsch nach Kontrolle da ist, ne? Das ist einfach die Angst vor Verletzung, vor Enttäuschung oder eben Niederlage. Aber trotzdem sollte man das bitte nicht übertreiben.
Selbstverständlich passt man auf, ob man jemanden zu nahe tritt oder jemanden kränken könnte. Aber die anderen Dinge sollte man bitte nicht zu schwarz sehen. Ja? Und dann haben wir natürlich Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Da schaust du dir sozusagen selbst ins Gesicht und überlegst, was kann ich tun? Wie kann ich die Dinge angehen? Was könnte ich verbessern, verändern? Was könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren einfach? Ob das jetzt praktisch ist oder eben zwischenmenschlich? Das können verschiedene Dinge sein, ne? Und versuch's mal, aber sei da eben auch ein bisschen vorsichtig damit. Wir haben den Pluto im Steinbock, ja, Macht- und Ohnmacht-Themen. Starke Autorität, Steinbock-Energie ist ja auch eine Erdenergie wie deine, unterstützt dich sicherlich bei deinen Vorhaben. Nur sollte man, ich sag mal mit Pluto, vielleicht auch überdenken, ob man jetzt wirklich alles in Kauf nimmt, um die Führungsrolle zum Beispiel zu übernehmen, oder ob man das Zwischenmenschliche auch mit einkalkuliert. Letzteres fände ich persönlich wesentlich besser. Denn die Intuition leitet dich ja. Du weißt, was dahinter steckt. Du kannst Dinge auch erkennen, dich in andere hineinfühlen. Und ich denke, ein schönes Arbeitsklima ist wichtiger, als dass man jetzt vielleicht die Führungsrolle übernimmt. Ja. Aber das ist natürlich für jeden anders. Und dann haben wir den rückläufigen Jupiter in Zwillinge. Kommunikation ist immer noch natürlich gut, aber nicht mehr so stark wie in der Vorläufigkeit. Und natürlich kann man auch kritisiert werden. Man kann Fragen gestellt bekommen zu dem, was man vielleicht, ja, ich sag mal, anbietet oder was man jemandem erzählt oder so. Ne? Da muss man schon auch gewappnet sein. Aber da mache ich mir bei der Jungfrau keine Sorgen. Auch die Dinge, die du dir vorher aufhalsen lassen oder selber aufgehalst hast, die sollten mittlerweile ja schon abgearbeitet sein, denke ich mal. Ansonsten ist der Uranus im Stier natürlich noch hilfreich zur Seite stehend da. Der ist aber auch in einer Konjunktion mit Skorpion, ne, da. Und da kann es natürlich dazu kommen, dass man vielleicht ein bisschen sich zu weit hinauslehnt oder vielleicht auch, wie gesagt, irgendwo was wittert oder irgendwie das Gefühl hat, man kommt zu kurz oder irgendwas. Vorsichtig damit. Oder man fürchtet sich vor Veränderung. Auch das wäre möglich. Wie sieht's aus bei der Jungfrau heute? Wir haben die Königin der Stäbe. Da ist es heißes Ärmel hochkrempeln und machen. Natürlich optimistisch und auch flexibel in Bezug auf die Situation und vielleicht auch die Mitmenschen. Die 10 der Münzen bietet Stabilität und Sicherheit, nicht nur in Finanzen, aber durchaus auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und dann kommt die 5 der Schwerter. Man setzt sich kritisch mit Dingen auseinander. Jetzt kann man ja vieles darunter verstehen. Man kann ja einmal den Riesenzopf darunter verstehen. Man kann aber auch sagen, ich prüfe das eben kritisch, ja, auch die Finanzen und so weiter. Ich muss deswegen ja nicht irgendwie schlecht drauf sein oder mit jemandem Krach haben. Aber die Gefahr besteht natürlich. Ne? Wenn man zum Beispiel ein bisschen genauer in die Finanzen guckt und merkt, ich habe zu viel Geld ausgegeben, dann muss man sich ein bisschen einschränken. Wenn das in der Partnerschaft ist, dann kann es dann natürlich auch mal ein bisschen zoffen. Mit dem König der Kelche hältst du dich da ein wenig bedeckt. Ich denke mal, dass du die Dinge nicht sofort, ich sag mal, breit trittst oder weitergibst oder so. Du hast deine eigenen Pläne und du kümmerst dich um die Dinge. Du bist nach außen hin entgegenkommend, charmant und gefühlvoll. Aber das heißt nicht, dass du gewisse Dinge nicht siehst. Ja, und vielleicht wartest du auf den richtigen Moment, wo dann die Dinge vielleicht, die kritisch sind, angesprochen werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg heute und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Dienstag, 15. Oktober 2024 und die Sonne in deinem Zeichen stärkt dich, gibt dir Energie, sorgt natürlich für Harmonie, Diplomatie, Entgegenkommen, Charme und so weiter. Macht dich auch weiterhin ein bisschen unentschlossen, ja. Das muss aber nicht schlimm sein, ja. Man muss nicht immer direkt Entscheidungen treffen, aber kann natürlich auch manchmal ein bisschen zu lange dauern. Der Mond befindet sich in Fische, sehr sensibel, sehr einfühlsam, kreativ und auch ein wenig verträumt.
Man kann bisweilen auch manchmal über die eigenen Füße stolpern, wenn man zu verträumt ist. Da sollte man aufpassen. Der Mond wechselt 11:05 heute Abend in den Widder. Da haben wir ganz andere Energien. Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft, vorankommen wollen, Führungsqualitäten, aber auch die Gefahr, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Aktiv oder, ich sag mal, relevant wird das vielleicht erst morgen. Wir haben zudem natürlich den Mars in Krebs wie gehabt. Der ist hypersensibel und dadurch auch leicht verletzbar, aber auch hyperintuitiv und kann uns helfen, den richtigen Weg zu finden, ob das jetzt ein Ziel betrifft oder den Umgang mit anderen. Man sollte seinem Bauchgefühl folgen. Krebsenergie ist grundsätzlich sehr sensitiv, einfühlsam, fürsorglich, liebevoll und kümmert sich, ja, und das sollte respektiert werden. Ansonsten, wie gesagt, ist auch die Krebsenergie schnell, ja, beleidigt. Dann haben wir natürlich die Venus und den Merkur in Skorpion. Skorpionische Energie ist zurückhaltend, bisweilen auch sehr skeptisch und misstrauisch. Ich meine, es ist gut, vorsichtig zu sein, damit man keinen anderen verletzt, aber man sollte nicht tatsächlich die Zeit damit verschwenden, nur das Negative zu suchen, sondern sich lieber über das Positive freuen. Wir haben dann auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Da beziehen wir uns ganz auf uns selbst und du als Waage hoffentlich auch, wie es dir geht, was du brauchst, was du umsetzen möchtest, wie das aussehen könnte, was du selber dazu beitragen kannst und wie der Umgang mit anderen noch besser funktionieren könnte. Wir haben Pluto im Steinbock. Starke Machtthemen können und werden wahrscheinlich auch irgendwann auftauchen. Da geht es auch darum, die Energie von Steinbock zu vertreten. Auf der einen Seite natürlich super verlässlich zu sein, fleißig, ehrgeizig, akribisch an den Plänen zu arbeiten und durchzuhalten. Mit Pluto kann es bisweilen bei Machtthemen natürlich auch ein bisschen unlauter zugehen. Darauf sollte man sich einstellen. Die Kommunikation mit Jupiter in den Zwillingen ist durch die Rückläufigkeit abgeschwächt. Und es kann auch sein, dass Dinge nochmal auf den Plan kommen, neu besprochen oder neu aufgestellt werden. Man sollte gut vorbereitet sein und auch Anfragen beantworten können oder Kritik entsprechend, ja, ich sag mal, entweder übernehmen oder eben auch widersprechen können. Die Energie von Waage ist da nicht ausreichend, um dann andere zu umgarnen. Leider nicht, aber trotzdem, man kann natürlich freundlich und entgegenkommend sein. Das Wichtigste ist, die Energien miteinander zu verknüpfen. Die, ja, Zwillinge-Energie, die dafür gesorgt hat, dass wir uns vorher zu viel vorgenommen haben, da haben wir hoffentlich alles abgearbeitet. Ansonsten ist der rückläufige Uranus im Stier immer noch aktiv und hilft dabei. Wir haben auch eine Konjunktion zwischen dem Uranus im Stier rückläufig und der Venus in Skorpion. Das kann bedeuten, dass man über vorsichtig ist oder eben auch vor Veränderungen ein bisschen Befürchtungen hat. Es kann auch sein, dass man fremdflirtet oder in fremden Gehegen sich befindet. Ja, da sollte man aufpassen. Das betrifft natürlich nicht nur Liebespaare, sondern eben auch, ich sag mal, beruflich oder im Freundeskreis oder so. Es kann ein bisschen Eifersucht vielleicht aufkommen. Wir schauen mal. Wir haben den Stern, Wassermann-Energie. Da möchte man, ja, Dinge verbessern, heilen, vielleicht auch, ja, Ruhe haben, je nachdem. Wir haben den Erfolg, ja. Du möchtest auch gerne natürlich den Erfolg und ich denke, es geht darum, jetzt nicht nur auf Erfolgskurs zu sein, sondern einen gesunden Weg zu wählen, also wo man sich nicht permanent überfordert. Wir haben den Hierophanten. Das ist einmal so die Sicht, die du dir selbst gegenüber hast, aber auch natürlich, wie du andere siehst, wie du mit anderen auskommst. Wir haben ja ganz viele sensitive Energien und wie du das für dich persönlich am erfolgreichsten managen kannst. Das kann auch Genesung sein. Das kann bedeuten, dass man Beziehungen heilen kann oder auch Zwietracht heilen kann. Jedenfalls mit den 10 der Kelche, da würde ich auch die Krebsenergie sehen, die dann eben sehr familiär, sehr fürsorglich daherkommt. Man kümmert sich umeinander und man genießt es. Das klingt sehr vielversprechend. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Dienstag,
15. Oktober 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin in der Waage. Harmonisierend, diplomatisch, charmant, entgegenkommt. Auch, ich sag mal, streitschlichtend, vermittelnd dahingehend, aber sich nicht auf eine Seite stellen. Das bedeutet eben die Unentschlossenheit der Waage. Man möchte eben keinem irgendwie den Vorzug geben. Der Mond befindet sich in den Fischen. Da ist Sensitivität auch drin, kommt dir sehr entgegen als Skorpion. Einfühlsamkeit, auch ein bisschen verträumt kann man sein und kreativ. Und ja, als Skorpion magst du Kreativität. Du magst es, die Dinge auch umzusetzen. Du bist ja sehr ehrgeizig und auch fleißig natürlich. Und da haben wir ein paar Energien, die dich auch beflügeln können. Wichtig ist nur, dass du dich davon nicht überragen lässt. Das heißt, dass du da auch andere Dinge trotzdem noch wahrnimmst. Wir haben einmal den Mars im Krebs. Der ist auch sehr familiär, das schöne Miteinander. Krebsenergie ist natürlich hypersensibel. Man muss aufpassen, dass man jemanden nicht ungewollt verletzt und bringt auch eine sehr starke Intuition mit. Bauchgefühl, was sagt deine innere Stimme? Wo treibt es dich hin? Wo fühlst du dich wohl? Solche Sachen. Denn die Krebsenergie ist natürlich auch eine Wasserenergie wie deine und kann sehr gut mit deiner funktionieren. Wir haben nämlich den Merkur und die Venus in Skorpion. Und da ist weiterhin immer diese Zurückhaltung, diese Vorsicht vorhanden, die immer aus der Angst geprägt ist, verletzt zu werden. Oder ich sage jetzt mal, viel schlimmer ist für dich, wenn jemand ja dich vorführt sozusagen, irgendwas tut, was du nicht bedacht hast oder wo du nicht drauf geachtet hast. Ja, deswegen ist da eine sehr starke Vorsicht vorhanden. Am besten, du konzentrierst dich darauf, andere nicht zu nahe zu treten, dich selbst eben auch zu schätzen, dich um dich selbst zu kümmern mit Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, zu schauen, was dir gut tut, zu genießen und natürlich auch Dinge zu verbessern, die du verbessern kannst. So, wir haben dann den Pluto im Steinbock. Das ist auch eine Energie, also Steinbock-Energie, mit der du wunderbar zurechtkommst. Das ist so in deinem Element als Wasser. Du möchtest fließen und die Steinbock-Energie bietet den langen Atem, die Durchhaltekraft, den Ehrgeiz und auch die Autorität, Dinge umzusetzen und langfristig zu planen. Und da bist du dabei. Mit Pluto muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Der nimmt halt auch unlautere Mittel als Hilfsmittel, um sich durchzusetzen oder Macht irgendwie durchzusetzen. Das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Versuch dich mit der Intuition nicht auf solche Dinge einzulassen, sondern lieber die Menschen zu wählen, die eben auch auf deiner Seite stehen und die auch dein Vertrauen verdienen. Wir haben zudem für die Kommunikation den rückläufigen Jupiter in Zwillinge. Ist natürlich durch die Rückläufigkeit etwas abgeschwächt, aber man kann über Dinge nachdenken, man kann auf Dinge zurückkommen. Wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist, wenn man in Gesprächen ist oder in Präsentationen, sage ich jetzt mal, dass man auch Fragen beantworten kann und mögliche Kritik auch erwidern kann. Der Charme der Waage ist da nicht so ausschlaggebend und auch die Energien von Zwillinge, die uns vielleicht vorher sehr viel Arbeit gemacht haben, die sollten bisweilen jetzt auch schon erledigt sein. Trotzdem, Uranus im Stier ist natürlich noch da und kann für Veränderungen sorgen. Und dieser Uranus im Stier ist auch in Konjunktion mit der Venus in deinem Zeichen. Das heißt, es kann sich was verändern, vielleicht willst du selber was verändern. Es kann auch sein, dass man ein wenig übermütig wird und vielleicht auch, naja, so ein bisschen Neid oder Missgunst empfindet oder Eifersucht, ja. Sei da bitte vorsichtig und überlege dir, ob das vielleicht nur eine Momentaufnahme ist und gar nicht so viel aussagt. Wir schauen mal. Wir haben den Magier. Der Magier steht für die Manifestation, was man sich vorstellt, aber er steht auch manchmal für die Manipulation, den Eingriff, den man selber vornehmen kann oder der auch durch andere vorgenommen werden kann. Also Manipulation, Eingriffe. Wir haben den Ritter der Schwerter. Kopfloses Handeln. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Reaktion, wenn du merkst, jemand hat dich mehr oder weniger vorgeschoben oder ausgenutzt in irgendeiner Form, dass man dann ausflippt. Es kann aber genauso gut eine Reaktion sein, der Manifestation, dass man jetzt schnell
zugreift, wenn sich eine Möglichkeit bietet, das eben auch umzusetzen. Man sollte dabei natürlich möglichst nicht kopflos handeln, aber manchmal braucht man Reflexe. Wir haben die Erkenntnis mit dem Ass der Schwerter. Da kommt das Wissen, das Know-how, dass man eben auch was gelernt hat aus seiner eigenen Vergangenheit, seinen Erfahrungen. Und wir haben die Kommunikation. Ich könnte mir vorstellen, dass du möglicherweise aus gewissen Situationen etwas sehr Einschlägiges lernst und auch dieses Wissen, was du hast, gerne an andere weitergibst. Vielleicht sind das auch Erzählungen oder wie man manifestiert und wie man schnell Dinge umsetzen kann. Das könnte auch sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Dienstag und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Dienstag, 15. Oktober 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin in der Waage. Harmonisierend, diplomatisch, charmant, entgegenkommt, diplomatisch und auch, ich sag mal, streitschlichtend, wobei sich Waage da nicht auf eine Seite schlägt. Also dahingehend auch unentschlossen. Der Mond in den Fischen kann dich bisweilen etwas schwächen. Es ist sehr gefühlvoll, sensitiv und man ist nicht immer so ganz bei der Sache. Da sollte man natürlich aufpassen, ja, dass man sich Zeit nimmt für solche Momente, wo man vor sich hin träumt, aber auch, wo man dann ganz genau hinschaut, wenn es wichtig ist, beim Autofahren zum Beispiel. Und Kreativität ist natürlich auch vorhanden. Der Mond wechselt gegen 10:55 heute Abend in den Widder. Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft ist auch ein Feuerzeichen, wie du eines bist, mit Führungsqualitäten. Wird wahrscheinlich erst dann morgen relevant. Wir haben Mars in Krebs weiterhin, äußerst empfindlich und damit auch leicht verletzbar. Man sollte weiter gut aufpassen. Die Fürsorge, die Liebe, die entgegenkommende und wärmende Energie des Krebses kann auch sehr angenehm sein. Zudem bringt er ja auch eine ausgesprochen starke Intuition mit, von der du auch als Schütze profitieren kannst. Und Wärme und Freundlichkeit, denke ich, sollte kein Problem sein. Wir haben Merkur und Venus in Skorpion. Eine bisschen vorsichtigere und hinterfragende Energie, was ja auch beim Nicht-Verletzen-Wollen ganz gut ist. Aber man soll da bitte nicht übertreiben und Schwarzmalerei betreiben, die Dinge zu negativ sehen, ja. Das wäre auch nicht gut, aber ich denke, als optimistischer Schütze kriegst du das schon hin. Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, da schauen wir uns an, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, was wir wollen, wie wir die Dinge verbessern können aus unserer persönlichen Perspektive und auch mit unseren persönlichen Werkzeugen, wie wir das hinkriegen. Wir können gerne ein bisschen experimentieren, wir sollten nur sehr vorsichtig und bedacht vorgehen. Dann haben wir den Pluto im Steinbock, da kann es um viel Arbeit gehen, es gibt vielleicht auch viel zu tun und man ist vielleicht auch im Wettbewerb mit anderen, das kann durchaus sein und man muss damit rechnen, dass mit Pluto auch mal unlautere Mittel angewendet werden. Man sollte also hellwach sein und die intuitive Kraft von Mars in Krebs kann helfen, diese Dinge zu erkennen. Wir haben ja auch den Steinbock-Pluto. Das heißt, Steinbock-Energie ist langfristig planend, sehr ehrgeizig, durchhaltefähig und auch sehr genau. Und das ist etwas, woran du dir auch ein Beispiel nehmen kannst. Wir haben dann den rückläufigen Jupiter in Zwillinge. Hat so ein bisschen die Power der Kommunikation weggenommen durch die Rückläufigkeit, aber ist trotzdem noch vorhanden. Man muss sich nur ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr vorbereiten, ne? Und auch Fragen und Kritik beantworten können. Der Charme der Waage hilft ein bisschen, aber nicht mehr so stark wie in der Vorläufigkeit. Und die Sachen, die du dir vielleicht hast auferlegen lassen oder selber auch auferlegt hast, die hast du hoffentlich inzwischen erledigt. Ansonsten, Uranus im Stier ist noch da, hilft dir gerne, steht dir zur Seite und ist auch für Veränderungen gut. Oder ich sag jetzt mal die Verfeinerung der bisher erlebten Veränderungen. Der steht auch in Konjunktion zur Venus in Skorpion. Nun, wir haben ja gehört, die skorpionische Energie ist ein bisschen vorsichtig und vielleicht wagt man sich einen Schritt zu weit, könnte sein. Im Flirten oder im Geld ausgeben, je nachdem. Vorsichtig damit, ja. Man sollte da ein bisschen aufpassen.
Ja, aber wir schauen mal, was wir heute für den Schützen haben. Sehr viel Leidenschaft, natürlich. Skorpion steht auch für Leidenschaft. Wir haben das Rad des Schicksals. Das ist eben auch Anpassungsfähigkeit. Und wir haben die Welt. Etwas hinter sich bringen. Das kann durchaus bedeuten, dass du eine leidenschaftliche Periode oder etwas, wofür du dich leidenschaftlich eingesetzt hast, zu Ende bringst. Eine Ära geht vielleicht zu Ende oder man muss eben ja vielleicht auch von Dingen Abschied nehmen oder von Verhaltensweisen oder die Veränderungen sind halt entsprechend. Ja, man muss sich mit Dingen auch abfinden. Das gefällt dir nicht ganz so gut, ja. Aber ich sag mal, mein lieber Schütze, je eher du dich mit gewissen Dingen abfindest, desto eher hast du viel mehr Raum und Platz für die Dinge, die du noch gar nicht entdeckt hast. Ja? Ich wünsche dir einen schönen Dienstag und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Dienstag, 15. Oktober 2024. Die Sonne weiterhin in der Waage, harmonisch, diplomatisch, charmant, entgegenkommend, vermittelnd, ja, auch streitschlichtend und ein bisschen unentschlossen. Man muss sich aber auch nicht hetzen, um Entscheidungen zu treffen oder sich auf eine Seite zu stellen. Der Mond befindet sich in den Fischen, sensibel, einfühlsam, verträumt bisweilen, aber auch sehr kreativ. Man sollte die verträumten Momente gut im Griff haben, damit man eben nicht über seine eigenen Füße stolpert oder irgendwas macht. Ja, Kreativität und gute Energien kann man natürlich auch gut gebrauchen. Mars im Krebs, weiterhin äußerst empfindlich und damit auch natürlich leicht zu verletzen. Und das kann jeden von uns betreffen, auch dich als Steinbock. Da sollte man sich selbst natürlich überprüfen, inwieweit man da auch bisschen dünnhäutig ist. Was Mars in Krebs mitbringt, ist die außerordentlich gute Intuition, die uns anleitet, die uns einen Weg weist, auf den wir so nicht gekommen wären. Und auch natürlich im zwischenmenschlichen Bereich einige positive Entdeckungen möglich macht. Krebsenergie ist fürsorglich, liebevoll, familiär, möchte aber auch, dass gerade diese Fürsorge entsprechend gewürdigt wird. Wir haben Venus und Merkur im Skorpion. Eine ehrgeizige, voranschreiten wollende Energie mit Vorsicht, mit ja Skepsis und natürlich auch Misstrauen. Ja, und man kann hinter allem alles Negative vermuten, aber man sollte sich an die Fakten halten. Und damit ist diese Energie natürlich auch, ich sag mal, mit Steinbock-Energie verbunden, wo dann auch die Orientierung leichter fällt, ja. Und dann haben wir natürlich auch Neptun und Saturn in den Fischen, wo wir uns auch ein bisschen auf uns selber konzentrieren und wirklich überlegen, was wir als Einzelpersonen möchten, was wir uns wünschen, was wir auch selber tun können, auch im Kleinen natürlich, ja. Manchmal sind die kleinen Dinge sogar wichtiger als die großen. Und da können wir uns weiterentwickeln und das sollten wir natürlich nutzen. Ja, wir haben Pluto in deinem Zeichen. Pluto an sich ist Machtthemen, Machtkämpfe und da werden schon mal auch unlautere Mittel genutzt. Ja? Steinbock-Energie an sich ist sehr zielstrebig, ehrgeizig, voranschreitend, fleißig natürlich und auch ja, hat einen langen Atem, kann man so sagen. Und auch als Steinbock solltest du dich bitte nicht zu diesen unlauteren Mitteln von Pluto verleiten lassen. Konzentriere dich vielmehr auf das Zwischenmenschliche, auf die Intuition und das hinter die Kulissen blicken und erkennen. Ja, ich glaube, da fährst du viel, viel besser damit. Die Kommunikation ist ein bisschen weniger einfach durch den rückläufigen Jupiter in Zwillinge. Man muss sich schon ein bisschen auch auf Gespräche oder Dinge, die man überzeugend rüberbringen will, vorbereiten. Aber das machst du ja sowieso und der Charme der Waage reicht da eben nicht aus, um wirklich zu punkten. Die Dinge, die wir uns haben aufhalsen lassen oder die wir uns selber aufgehalst haben in der Zwillinge-Zeit, wo Jupiter vorläufig war, die sind hoffentlich erledigt. Ansonsten, Uranus im Stier kümmert sich gerne mit dir darum.
der ist auch in Konjunktion mit der Venus in Skorpion und kann da natürlich auch ein bisschen forcieren, dass man, naja, sagen wir mal, auch ein bisschen Neid empfindet, Missgunst oder auch vielleicht ein bisschen Eifersucht, ja, oder die eben auch herausfordert, das ist möglich, man sollte sich das gut überlegen. Für den Steinbock haben wir die Intuition, wunderbar, das Bauchgefühl, das dich leitet und das dir auch den Blick hinter die Kulissen gewährt. Der Ritter, der Schwerter, eine schnelle, hastige und manchmal auch unüberlegte Energie. Aber wenn es aus der Intuition kommt, ist es vielleicht auch mehr ein Reflex oder eine Reaktion. Wir haben den König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Man nimmt kein Blatt vor den Mund. Es kann auch durchaus eine Reglementierung sein, dass man sagt, ich sorge jetzt hier für Ruhe oder ich sorge hier für Klarheit. Der Ritter der Stäbe, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft. Der Mond ist ja ab heute Abend auch 11:05 in Widder. Kann auch für Zorn sorgen. Ja, wir haben ja gesagt, die Verbindung Uranus rückläufig in Stier mit der skorpionischen Energie kann für einen heiligen Zorn sorgen. Also kann es durchaus auch im Karton rappeln. Wenn du meinst, es ist notwendig, wenn du davon überzeugt bist, dann ist es das vielleicht auch. Aber wir müssen mal schauen. Also mit Vorsicht genießen und auch wirklich nur machen, wenn du das wirklich für dich vertreten kannst und wenn du vielleicht auch sagst, es ist notwendig, ja. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir haben weiterhin die Sonne in der Waage. Schön für dich, weil auch eine Luftenergie harmonisiert, diplomatisch, ja, vermittelnd, entgegenkommt, freundlich. Das schadet ja nicht. Es kann ein bisschen dauern, bis man eine Entscheidung trifft. Aber warum nicht? Man muss sich ja auch nicht setzen. Der Mond in den Fischen bringt sehr viel Einfühlungsvermögen, Sensitivität, Fantasie, auch natürlich Kreativität. Aber man kann auch so ein bisschen unaufmerksam sein und abgelenkt durch Träume, Gedanken, Gefühle. Da sollte man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht über irgendwas stolpert oder dass man das bitte auch nicht macht, wenn man irgendwelche Geräte bedient. Der Mond wechselt auch gegen 10:05 heute Abend in den Widder. Feurige, temperamentvolle Energie, auch Führungsqualitäten, wird sicherlich morgen relevanter, aber interessante Aussicht. Dann haben wir natürlich Mars in Krebs. Äußerst gefühlvoll, familiär, empfindsam. Man muss aufpassen, dass man keinen zu nahe tritt. Man kann auch selber sehr dünnhäutig sein. Auch da sollte man sich dann ein bisschen schützen. Und eine starke Intuition und dieses Bauchgefühl ist oftmals etwas, was uns zu Dingen leitet, auf die wir alleine auch nicht gekommen wären. Etwas, wo man sich hingezogen fühlt oder wo man das Gefühl hat, ich muss das einfach tun oder ja, kann schon sehr interessant werden. Auch im zwischenmenschlichen Bereich kann man viel erkennen, ja, und das kann sehr interessant werden. Wir haben Merkur und Venus in Skorpion. Eine zurückhaltende, skeptische, misstrauische Energie, die natürlich auch schnell die negativen Aspekte in den Vordergrund rückt. Aber man sollte sich im ersten Moment mehr darauf konzentrieren, dass man niemandem zu nahe tritt und dass man vielleicht auch sich nicht von Negativität leiten lässt, sondern mehr von Objektivität und Feingefühl. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Wie geht's uns selbst? Wie stehen wir da? Wie wollen wir dastehen? Was können wir verändern aus uns selbst heraus? Und wie kommen wir auch mit unserem Umfeld klar? Ja, da kann man selber auch was zu beitragen. Vielleicht hat's auch was mit dem Verständnis füreinander zu tun. Wie gut verstehe ich andere? Das kann sehr helfen, mit Menschen besser auszukommen. Wir haben dazu natürlich den Pluto im Steinbock, eine sehr strenge Energie, würde ich fast sagen.
Machtthemen. Da wird auch nicht immer, ja, ich sag mal, ja, mit lauteren Mitteln gearbeitet. Und die Steinbock-Energie kann uns dazu ermutigen, viel erreichen zu wollen. Man kann auch über-ehrgeizig werden. Man kann aber auch, ja, einen langen Atem haben, Geduld aufbringen, wenn einem das Ziel wichtig ist. Naja, also man sollte da überlegen, wie man vorgeht, auch gerade mit Macht- und Ohnmacht-Themen. Die Kommunikation wird geprägt weiterhin von Jupiter in Zwillinge, ist allerdings rückläufig und damit auch nicht mehr so einfach, wie es das in der Vorläufigkeit war. Aber man kann auf Dinge zurückkommen. Man kann auch vielleicht, wenn man gut vorbereitet ist, weiterhin punkten. Der Charme der Waage hilft dabei nicht wirklich. Und auch die Dinge, die wir uns angelastet haben, als Jupiter noch vorläufig war, da hoffentlich haben wir das geschafft und hinter uns gebracht. Uranus im Stier hilft uns aber natürlich auch weiterhin bei den Veränderungen. Der ist heute vor allen Dingen in Konjunktion mit Skorpion-Energie, mit der Venus. Und da kann man entweder fremdflirten oder man ist selber eifersüchtig. Man ist vielleicht auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen auch geneigt, schnell etwas verändern zu wollen. Man sollte sich das gut überlegen. Wir schauen mal, wie das in den Karten aussieht. Die 9 der Stäbe bedeutet Erschöpfung, bedeutet, dass man nicht mehr so viele Kraftreserven hat. Wir haben die Erkenntnis mit dem Ass der Schwerter, dass man es vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen ruhiger angehen lässt oder die Dinge anders regelt. Mit dem Ritter der Stäbe möchte man was riskieren, man sollte aber nicht seine Gesundheit riskieren, indem man sich zu viel zumutet. Und man sollte natürlich auch die Erkenntnisse nutzen, dass man sagt, okay, das muss ich anders regeln, vielleicht auch, wie ich mir die Arbeit einteile oder was für mich Priorität hat. Der Ritter der Stäbe möchte auch die Dinge erleichtern. Ne? Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter ist manchmal eine kopflose Energie. Man handelt zu schnell, zu hastig, zu eilig. Ja, vielleicht ist man auch durch die Erschöpfung nicht so aufmerksam. Wir haben ja gesagt, Mond im Fisch. Das ist eben auch so ein bisschen Unaufmerksamkeit. Pass da bitte auf, dass du nicht aus Versehen über irgendwas stolperst und dir wehtust oder so. Oder dass du in einem wichtigen Moment nicht achtsam genug bist. Ja, also einfach ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen langsam machen. Ne? Man weiß ja jetzt, dass man nicht so viel Power hat und man sollte da auch nicht zu viel riskieren. Und natürlich auch mit der skorpionischen Energie jetzt auch nicht versuchen, irgendwas krampfhaft durchzusetzen. Ich glaube, das käme gar nicht gut an. Ich wünsche dir aber einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute beim Montag, 14. Oktober 2024 und ich hoffe, du hattest auch ein erholsames, schönes Wochenende und startest ganz entspannt in die neue Woche. Die Sonne befindet sich weiterhin in der Waage. Charmant, entgegenkommend, auch vermittelnd, schlichtend, bisschen unentschlossen, ja, hin und her gerissen vielleicht. Mit dem Mond im eigenen Zeichen, liebe Fische, ja, da ist viel schöne Energie, viel Gefühl drin, aber auch viel Träumen, viel, ja, ich sag mal, man ist nicht immer so ganz bei der Sache. Ja, man sollte das aber auf bestimmte Momente beschränken, ja, nicht beim Autofahren oder so, ne, sondern lieber, wenn man Zeit dafür hat. Aber man merkt das manchmal, wie man so ein klein bisschen abdriftet. Ist ja auch nicht schlimm. Wenn man das kann, soll man das ruhig mal machen. Wir haben den Mars in Krebs, wie gehabt. Unterstützt dich auch als Fisch natürlich, ist auch eine Wasserenergie, sehr liebevoll, fürsorglich, familiär, entgegenkommt. Und ja, so eine mütterliche Energie, mit der du dich auch sehr wohlfühlst. Allerdings ist die sehr, sehr empfindlich und kann auch sehr leicht gekränkt werden. Unabsichtlich oft, ja. Ja, man muss da ein bisschen Acht geben.
Die andere Energie, die dabei ist, ist die starke Intuition, das Bauchgefühl, die Sensitivität, eben sich auf seine Instinkte zu verlassen. Ja? Und das kommt dir natürlich als Fisch auch zugute. Du bist auch sehr gefühlvoll und hast eine Antenne dafür, wie andere unterwegs sind. Und ich denke, dass du auch diesen empfindsamen Menschen eben auch nicht zu nahe trittst, zumindest nicht absichtlich, aber das kann jedem mal passieren. Du kannst aber auch selber natürlich so empfindlich sein, also achte darauf. Wir haben noch eine Wasserenergie, nämlich den Skorpion. Wir haben in Merkur und in der Venus den Skorpion. Und da haben wir eben auch ja ein bisschen Vorsicht, ein bisschen ja auch Ehrgeiz, vorankommen wollen. Man will sich nicht in die Karten schauen lassen, man hält Dinge unter Verschluss. Das ist vielleicht im Geschäftlichen manchmal gut. Ich denke, im Privaten ist das eher schwierig, ja, und weckt nur auch bei anderen Misstrauen. Aber hier sollte man ein gesundes Maß zu Rate ziehen, dass man eben vorsichtig ist, dass man keinen verletzt, aber dass man nicht wirklich in allem etwas Schlechtes sieht, ne? Und dann haben wir natürlich Neptun und Saturn im eigenen Zeichen, die sind rückläufig. Und da schaut man auf sich selbst. Man hält sich sozusagen selber den Spiegel vor. Wie gut bin ich vorangekommen? Was hat gut geklappt? Was nicht so? Was kann ich verbessern? Und das sind ja auch Dinge, die nicht von heute auf morgen verbesserungsfähig sind, sondern das ergibt sich aus den Situationen, aus dem eigenen Handeln und aus den Ideen, die man hat. Und ja, ich denke, dass du da auch gut vorankommst und dass du dich gut auf andere einstellen kannst, auch gerade im Besonderen mit der Intuition durch die Krebsenergie. Denn wir haben Pluto im Steinbock. Pluto ist erstmal Macht- und Ohnmacht-Themen und ist da auch nicht zimperlich, was das Durchsetzen der Macht betrifft. Steinbock-Energie ist für dich wie ein Vorbild auch, eine gute Energie voranzukommen, die dich auch unterstützt, mit der du gut zurechtkommst. Da ist Fleiß drin, da ist Akribie drin, da ist auch Verlässlichkeit drin, langfristiges Planen. Das gibt dir so auch einen Leitstern, dem du folgen kannst, aber bitte nicht den unlauteren Mitteln, die vielleicht bei Machtthemen eine Rolle spielen. Dann haben wir noch den rückläufigen Jupiter in Zwillinge. Die Kommunikation ist anstrengender geworden. Man muss sich gut vorbereiten und wissen, wovon man redet. Scham allein durch die Waage-Energie genügt nicht. Und die Dinge, die man sich vorher hat aufhalsen lassen mit der Zwillinge-Energie, sind hoffentlich erledigt. Ansonsten der rückläufige Uranus im Stier steht zur Verfügung, auch bei anderen Veränderungen. Ja. Und heute haben wir auch noch ein Trigon zwischen dem rückläufigen Jupiter in Zwillinge und der Waagesonne. Da ist vielleicht das Miteinander ganz nett und locker und flockig. Wir haben aber auch zwischen der Sonne in Waage und dem Mars in Krebs ein Quadrat. Es kann bedeuten, dass man vielleicht unabsichtlich jemandem zu nahe tritt, jemanden außen vor lässt, wie auch immer das geartet ist. Wir haben auf jeden Fall bei dir auch die liebevolle Fürsorge der Königin der Kelche. Wir haben freundliches Entgegenkommen mit dem Page der Kelche und wir haben die 6 der Münzen. Das heißt, du bist sehr daran interessiert, Ausgewogenheit gelten zu lassen. Also auch andere spüren zu lassen, dass sie wichtig sind, dass keiner zu kurz kommt. Auch und besonders in der Kommunikation. Ja, vielleicht bist du auch jemand, der tröstet und der, ja, auch denen, die vielleicht gemobbt werden oder so zur Seite steht, ist alles möglich. Wichtig ist auch, dass du dich dabei wohlfühlst und dass keiner hier irgendwie benachteiligt wird. Ich denke, dass du da heute sozusagen ein bisschen der Vermittler bist oder ja, so ein bisschen Frieden auch mit reinbringst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder.